Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der FIFA 20 Koop Spielerstürmerkarriere mit dem Jan. Hey! Hi! Ja, wir werden heute zwei Bundesligaspiele absolvieren. Einmal gegen den SC Freiburg, die sind zwei Plätze unter uns. Wenn die gewinnen, dann können die auf jeden Fall punktgleich mit uns ziehen. Und deswegen werden sie da alles reinhängen. Wir werden aber natürlich probieren, oben wieder anzuknüpfen. Danach spielen wir gegen Wolfsburg auf Platz 6 aktuell. Ja, mal gucken. Bin echt gespannt, wie das heute läuft. In der nächsten Folge über Jan geht es dann wieder an Euro League. Ja. Ich habe mich gerade mega erschrocken. Hier ist so eine kleine Fliege vor meinem Brennglas plötzlich geflogen und ich habe so ultra gezuckt. Ja Leute, wer die letzte Folge verpasst hat, der muss bei Jans Kanal rechts um i vorbeischauen. Ihr könnt gerne auf meinem und auf Jans Kanal ein kostenloses Abo mal da lassen, dann verpasst ihr sowieso nichts. Was ist heftig? War wir nicht gerade noch auf Platz 6 oder Platz 5 und jetzt plötzlich auf Platz 10? Natürlich, Leute, könnt ihr auch bei der Playlist vorbeischauen. Wir führen nämlich eine gemeinsame Playlist. Wenn ihr die durchschaut, dann verpasst ihr sowieso nichts. Auch die ist einfach mal rechts oben beim i verlinkt. Wir starten rein gegen Freiburg. Lasst uns gewinnen. Let's go. So, jetzt spielen wir gegen SC Freiburg. Woo! Nicht wirklich drin spielen. Oh ja. Schöner Pass. Und da. Natürlich, ja, schwierig gewesen. Schade, aber gute Chance schon mal hier in der 10. Minute. Da setzen wir direkt ein Zeichen und Schwolo muss da schon mal geprüft werden. Jetzt Jan, das Kopfballmonster. Klar. Ja, da geht keiner hin. Ja, ganz stark, da muss ich halt hinrennen. Sind die alle doof oder so? Ja. Schön, dass du da bist. Weißt du, wie mich das interessiert? Gar nicht. Oh doch, das interessiert dich. Ja, das interessiert mich wirklich. Wie denn Auswärtstor, aber es ist mir egal, es ist ein Tor. 1-0. Richtig, richtig nice. Alter, wie du mich streichelst. Gut gemacht, Mike. Ja, und wieder hast du eine Vorlage. Also, du bist so ein Vorlagenkönig, das ist der Wahnsinn. Und das ist mein 5. Saisontreffer, glaube ich. Es läuft aktuell bei mir, in der Liga vor allem. Das finde ich richtig, richtig, richtig nice. Also eigentlich müssen wir echt 3 Punkte holen, ne? Weil dann kommen wir ordentlich wieder oben ran. Wenn wir dann gegen Wolfsburg auch noch gut spielen, dann sind wir richtig gut dabei. Ja, ohne mich würde es bei dir ja auch nicht laufen. Ja, das stimmt auch wieder. Oh, wenn er... Oh, wir sind hier direkt zurück. Pass, ich hab Doppelpass eigentlich gefordert. Und wenn die Flanke ein bisschen besser kommt. Oh, jetzt eine gute Flanke. Ja, oh, komm. Der Mieke steht bei mir. Oh ja, oh nein. Oh nein. Oh, Elfmeter! Was? Ja, warum? Erstmal gelb, ja, ja, ganz klar. Ich hab nicht mal gesehen, was. Ah, das war Saves Hand. Jetzt, wo wir drüber gesprochen haben. Wir haben noch nie ein Handspiel. Nee, der hat mich sehr. Ja, guck mal, wie er mit dem Ellenbogen rammt, der mich! Oh, böse! Erster Elfmeter. Erster Elfmeter jetzt für mich. Ja, und er macht's ja mit Cheaten, oder? Jawoll! Nice! Da ja, war der Torwart fast dran. Ja, was für. Ein geiles Spiel, Doppelpack! Woo. Ja, ignoriert. 2-0. So. Ja. Wer bist du denn? 6. Saisontor. Ey Leute, bei mir läuft's gerade richtig, richtig gut. Natürlich war es nur ein Elfmeter, aber auch den muss man erstmal machen und bekommen und was weiß ich. Auf jeden Fall richtig, richtig nice. 2-0 und jetzt ist der Jan dran, würde ich sagen. Jetzt der Jan dran. Jan dran, jetzt mache ich eine Vorlage mal. Vorlagen habe ich ja nicht so oft. Nein, das musst du jetzt schon sagen. Also dieses Jahr ist mein Passwert auf jeden Fall mega in Ordnung. Ich habe dir schon ein paar gute Pässe gespielt. Mega in Ordnung. Das war letztes Jahr so witzig. Oh, ist auf! Oh, Glück. Was war das denn? Wir hatten das ja schon in der letzten Folge, aber dass ich den so einen Kopfball so gut durchgesetzt gegen den Torhüter gewonnen habe. Oh ja, oh ja, oh ja.
Ja! Hab ich's nicht gesagt! Ich will den Bär machen, komm her. Oh, okay, dann mach den Bär. Ja, komm, mach den Bär. Ja! Auf der Beine läuft die ganze Zeit. Ja, ich wollte unbedingt den Bär machen. Jetzt kann meine lief einfach die ganze Zeit so, aber von links nach rechts. Dann kam er wieder aus der anderen Richtung. Du willst dann, halt auch mal in die Kamera. Dann einmal gehen. Hinter der Kamera, dann kam er wieder von der gleich. Das war so geil. Aber also, hab ich nicht gerade gesagt. 3-0, Alter. Ich hab's gerade gesagt, diesmal jetzt bist du dran. Oh, wir machen die Tore, Leute, das ist das. Wir spielen nicht so krass, also wir haben immer noch ähnlich viele Chancen wie vorher auch, aber wir sind mega gut in der Chancenverwertung und die Chancen sind besser, das muss man schon sagen, also. Jetzt wo ich kein... Oh! Alter, das ist aber... Der hat doch schon mindestens gelb. Orange oder grüne Karte hatte der doch schon. Grün, ja, da ist es. Die haben schon die zweite gelbe Karte. Jetzt Jan, du Kopfballmonster. Oder oh, Mike, das Kopfballmonster. Also der Laufweg war gut. Das muss ich mir lassen. Ja, der Laufweg, der war gut. Aber der Kopfball war halt stark. So nice. Alter, als ob wir 3-0 führen, wir sind so gut. Haben wir überhaupt schon mal irgendwann zu 0 gespielt? Ja, stimmt, vorhin gegen Leverkusen. Ja, der hat auch richtig viel Spaß. Was passiert da? Er rennt erstmal 90 Meter über halben Platz, aber aufs eigene Tor. Ah, das wäre so ein sicheres Tor. Ich habe mich in der Mitte schon bereit gemacht für die Flanke. Pass oder so. Oh, what the fuck? Das ist gar nicht gut. Jetzt kann man nur noch beten. Ja, sehr schön. Ecke. Erstmal rausgehen, weil. Also, wenn Handspiel noch so funktionieren würde wie letztes Jahr, hätten wir bei so vielen Ecken. Boah, Alter. Boah, hätten wir dann schon. Ich glaube, 12 Elfmeter gegen uns, ja. Ich finde das gut, dass es halbwegs gut funktioniert. Vielleicht ist auch ganz ausgestaltet, so gibt es gar nicht mehr. Denn, ja, so kannst du aktivieren, aber es macht keinen Unterschied. So, zweite Halbzeit, Leute, lief nicht mehr so viel, aber das ist auch absolut in Ordnung, denn 3-0 reicht, denke ich mal, aus. Und ja, deswegen würde ich sagen, müssen wir jetzt einfach gegen Wolfsburg genauso gut, Minimum genauso gut spielen und dann läuft der Hase. Nein, das ist nicht weg, das muss, glaube ich, sogar so. So, jetzt hier die erste Möglichkeit. Ich werde gelegt, und Elfmeter. Was ist das denn? Jetzt warum freust du dich denn nicht? Ja, ich muss ihn jetzt erstmal machen, das ist ja das Problem. Weil dir aber immer Tore geschenkt werden. Time-Finesse-Rot, ich habe das Gefühl, du schießt. Er haut mich um. Jetzt, Tore wenn Time-Finesse nicht mehr rot wird, ne, bei dir und die Tore so reingehen, dann kommen jetzt die Elfmeter. Soll ich jetzt Time-Finesse bei Elfmeter machen? Ja, mach. Ja, aber Elfmeter ist ja so leicht. Jawohl! Elfmeter ist ja wirklich leicht. 1-0, wir hören die Türme. Kriegen Shareplay, geil. Perfekter Zeitpunkt. Woo. Zu Hause gegen Wolfsburg. Ein so schnelles 1-0. Aber auch selber zu verschulden. Und ich habe auch grünes Timefinish getroffen, ja. Dass du hier nicht wieder meckerst. Ist ja auch nicht wirklich schwer, weil. Ja, was? Grünes Timefinish zu treffen? Ja. Ja, will ich sehen, wie du das schaffst. Oh! So, 6-1 gespielt! Siehst du mal, wie ich dir die Tore gönne. Ja, was für... Weil du machst keinen Bär, du spielst einfach den Finger. Ich verstehe jetzt auch nicht, wieso? Ja, den Bär, wo ist denn der Bär, Mann? Ich wollte den Bär machen. Zweites Mal Tor, eine krasse Vorlage und ein Tor für dich. Lass mal gucken, welche Tore du hast, dass die Einblendungen mal kommen. Ja. Alter, das war richtig, richtig schön wieder rausgespielt. Und schon wieder ein Tor. Das ist der Wahnsinn. Und schon wieder treffen wir beide. Das ist noch krasser. Mein drittes Bundesliga-Tor. Drittes Tor, aber du, dafür hast du viel mehr in der Euroleague, DFB-Pokal. Vorlagen sowieso, da bist du, glaube ich, Platz 1 jetzt mittlerweile. Achtung! Oh, guter Torwart. Ja, das war nämlich ganz gefährlich jetzt. Ah, Latte, Junge, war das knapp.
So Leute, und damit gehen wir in die Halbzeitpause. Es läuft, es läuft, es läuft. Ja, bei Wolfsburg, da ist nicht viel los. Das ist auch so eine gute Überleitung. 0%. Ja, die haben zwar ein, zwei Chancen gehabt, aber halt zu ungefährlich. Den hat der Torwart locker. Wir haben in den ersten 10, 15 Minuten gut gespielt und haben dann auch direkt zwei Tore gemacht. Und von daher gehen wir mit 2:0 in die Pause. Läuft auf jeden Fall richtig gut. Nein. Gut. Oh, was? Okay. Ja, ist in Ordnung. 2:0, das haben wir über die Bühne gebracht und das ist absolut in Ordnung. Wir haben wieder zwei erfolgreiche Spiele bestritten. Ja. Bei Jan geht es jetzt dann weiter in zwei Tagen. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Da spielen wir Euroleague. Euroleague. Gegen Guimarães. Das wird interessant und weiß nicht, gegen wen wir in der Bundesliga spielen. Aber auf jeden Fall sind wir aktuell meiner Meinung nach echt gut. Und ja, Punkte werden gesammelt, es läuft, Tore werden gesammelt, gemacht. Tipptopp, ich würde sagen, lasst Wertung da, wenn es euch gefallen hat, haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Ciao.